zwei Jahre, eine Woche, 2 bis 10,5 Stunden, also ganz unterschiedlich. Und man muss einfach auch sehen, die Materialbeschaffung ist das große Problem. Vor allem Garn und Perlen, insbesondere die ganz winzigen, die Verschlüsse, das alles ist schwierig zu kriegen, teilweise im Ausland zu kriegen, oft einmal bei Auslandsaufenthalten bin ich in den Läden und so richtig, auch, jetzt habe ich was, da muss ich mitnehmen und dann feste einkaufen. Jo, das war es eigentlich schon. Die Hicke hatte die Idee, ja. Ich habe gesagt, das gehört jetzt einmal unter das Leid und ausgestellt. Ja. Sie hat nur immer gehortet in ihren Kisten drin und oft ist sie angesprochen worden auf ihre schönen Ketten, wo sie das her hat. Und dann hat sie gesagt, jetzt Galerie hat Sommerpause und jetzt gehört das ausgestellt und gezeigt in einem entsprechenden schönen Rahmen auch. Weil das sind diese Schmuckstücke wert, dass sie schön präsentiert sind. So schön hätte ich es wirklich auch nicht sagen. Das war aber die Idee. So viel Schmuck kann ich nicht mehr meine Frau tragen. Also bitte greifen Sie fest zu und erleichtern Sie die Idee. Vielen Dank euch beiden, Hicke und Johannes, dafür, was ihr da jetzt in der möglich gemacht habt. Vielen Dank, Hicke, vor allem für diese Präsentation. Der Johannes hat umgesetzt, dieses Technische ganz viel oder auch seine Meinung dazu geben, aber die viel von den Ideen sind ja gemeinsam entstanden. Danke. Mehr würde ich sagen. Auch danke, Johannes, dass ich als Kunsthandwerkerin in der Kunstgalerie ausstellen darf. danke für eure Unterstützung und für den Anschub in den letzten Tagen und der Leute, die das nie so hinbracht. Und dir, Karin, da hinten, danke für die Bilder und auch für die Unterstützung letzten Samstag, wo wir so platt waren, alle, weil es so heiß war und weil wir das alles eingerichtet haben und hergerichtet haben. Vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch alle einen schönen Abend jetzt. Ja. Man muss auch sagen, die Karin hat diese 5 professionellen Fotos da hinten gemacht. Ja, freilich ist das erwähnenswert. Und unten ist so allerhand hergerichtet, die berühmten Aufstriche von meiner Frau. Und meine Bärlauchschneckerl. Und Käsestangerl von der Pauli, wo ist sie? Also bitte zubereiten. Und einen schönen Abend und gute Gespräche und guten Einkauf.